Guten Morgen und willkommen zurück, meine Freunde, auf meinem Dach. Wir sind hier in Granada, rund 4000 Kilometer von zu Hause entfernt. Und wir haben die komplette Strecke mit zwei Autos bewältigt. Da stellt sich die Frage, warum? Warum macht man das mit zwei Autos? Man hat doch doppelte Spritkosten, doppelten Verschleiß. Man muss immer Parkplätze finden, wo zwei Autos hinpassen. Manchmal hat Lana irgendwelche Sachen bei mir, die sie dann zurückholen muss. Manchmal habe ich Sachen bei Lana, die ich dann wieder zurückholen muss. Es gibt die doppelte Zollkontrolle. Wenn wir mit der Fähre fahren, zahlen wir doppelt so viel. Unterwegs beim Fahren verliert man sich regelmäßig, besonders wir beiden. Man muss zwei Vans ausbauen. Also warum zum Henker machen wir das eigentlich? Es gibt viele Gründe dafür, lieber Tobias. Das kann ich euch ganz genau erklären. Lana, ja? Ich habe mega Bock auf Berge. Nee, nicht so. Ich habe so viel zu tun hier und habe jetzt nicht so wirklich Bock. Okay, tschüss. Tschüss. Man kann ja jederzeit einfach mal eine Pause voneinander machen. Ich merke das ja sofort. Ihr kennt sicherlich das Gefühl, ihr habt die ganze Woche gearbeitet und seid dann endlich am Wochenende angekommen und bereitet euch vor und wollt mit einem Wohnmobil für das Wochenende irgendwo hinfahren, um sich einfach aus dem Alltag rauszureißen. Und so ähnlich ist es auch, wenn man zusammenreist. Zusammenreisen ist ja toll. Lana und ich verstehen uns auch gut. Aber man fährt zusammen irgendwie immer so ein Programm und hat dann einfach mal die Möglichkeit, da abzuschalten aus diesem Alltag. Es ist genau dasselbe auch mit dem Schlafen gehen. Jeden Abend liege ich dann im Bettchen und ich bin für mich alleine. Ich kann meine eigenen Gedanken sortieren. Ich kann in mich selber hineinfühlen. Geht es mir wirklich gut und so? Weil in dem Rausch zu zweit, den man da hat, in dem Lärm, in dem man lebt, kriegt man das manchmal nicht so ganz mit irgendwie. Sie ist jetzt unten in der Stadt, macht exakt das, was sie machen will. Straßenmusik machen, weil sie momentan Geld braucht und wahrscheinlich irgendein Papierkram erledigen. Und ich mache exakt das, worauf ich Bock habe. Einfach mal abschalten, mich hier in die Knüste absetzen. Ich habe gerade keinen Bock, irgendeinen anderen Menschen zu sehen und eine schöne Aussicht genießen. Ich werde jetzt ein bisschen in der Ruhe baden, mir was zu essen machen und dann mein eigenes kleines Abenteuer erleben. Und wenn Lana und ich dann wieder aufeinander stoßen, haben wir uns was zu erzählen. Man freut sich umso mehr aufeinander. Was ja auch ein großer Punkt ist. Es ist zwar cool, dass man nur einen Topf benutzen muss, um das Essen zuzubereiten und dann auch nur einen Topf putzen muss. Man sich direkt riesige Gerichte zubereiten kann, wovon zwei Personen dann profitieren. Aber jetzt kann ich einfach mal essen, worauf ich Bock habe. Mit Lana zusammen müsste ich halt Kompromisse eingehen. Sie will dieses Fleisch dort nicht essen. Oh, es fängt an zu regnen. Sie ist auch nicht der Typ, der sich einfach so ein Kilo Salat roh reinpfeifen kann oder sich den ganzen Tag nur von Haferflocken ernähren kann. Diese ganzen kleinen Kompromissen, die man eingeht, die kann man einfach mal fallen lassen und zu sich selber finden. Dazu habe ich eine sehr interessante Geschichte, die ich an der Stelle immer erzähle. Ich hatte ja so einen 40 Kilo Wolfhund als Haustier. Sie ist bei den Reisen leider nicht dabei, weil sie Jahre bevor ich mit den Reisen angefangen hat, leider verstorben ist an Krebs. Das waren sehr dunkle Wochen, deswegen erzähle ich da nicht gerne drüber. Und um so ein Tier zu halten, müsst ihr Prüfungen ablegen. Ihr müsst euch mit der Erziehung auseinandersetzen, ansonsten habt ihr nur Probleme mit dem Hund. Jedenfalls kam dann sogar eine Frau zu mir nach Hause und hat überprüft, ob die Wohnung für Hunde oder für diesen Hund geeignet ist. Und worauf sie explizit geachtet hat, ist, dass der Hund einen eigenen Platz in der Ecke von der Riesenwohnung hat, wo sie nicht gestört wird. Mein Herzblatt wusste immer, dass sie sich dann dort in die Ecke hinlegen kann und ich dir dann noch nicht mal anspreche. Selbst auf Partys habe ich allen Leuten gesagt, es wird irgendwann zu viel für sie und sie wird sich dorthin zurückziehen. Bitte nicht hingehen. Das war so eine süße Knuddelmaus, alle wollten sich ständig betätscheln. Und selbst wenn Hunde ihren eigenen privaten einsamen Ort benötigen, ist es bei Menschen natürlich auch so. Es ist meiner Meinung nach unnatürlich, mit einer anderen Person 24/7 in Kontakt zu stehen. Und so ein 10 Quadratmeter Van ist ein Extremfall davon. Apropos Hund, da oben ist ein wilder Hund. Ich konnte die Kamera nicht so schnell ziehen. Die kam zum Auto, ich habe ihr was zu essen gegeben, aber die ist extrem schüchtern. Sie hat das Essen im Mund dort hochgetragen. Die hat bestimmt ein paar Babys bekommen und will sie füttern. Anfangs hatten wir gar nicht gedacht, dass wir überhaupt so lange miteinander abhängen, sondern dass wir immer einfach nur in der Nähe sind, falls was passiert. Aber wir verstehen uns so gut und sind so ein eingespieltes Team, dass wir jetzt seit über 6 Monaten zusammen unterwegs sind. Und trotz 2 Autos machen wir es trotzdem regelmäßig so, dass wir tagelang voneinander trennen und auch keinen Kontakt zueinander halten. Da ist einfach Funkstille. Lana hat das auch geäußert, das tut ihr auch gut. In Schweden habe ich ja ein Mädel kennengelernt,
die mit ihrem Freund unterwegs war, die waren nie zusammen. So oft es nur ging, haben die sich getrennt. Er war irgendwo unterwegs oder sie war irgendwo unterwegs. In Polen, in den Masuren, habe ich einen Typen kennengelernt, den ich dann später in Estland zufällig wieder getroffen habe. Er sagte, seine Frau fängt immer an mitzureisen, aber nach 2-3 Wochen fliegt sie dann nach Hause, weil sie die Fresse voll hat. Und auch bei reichlich anderen Vanlifern, die YouTube-Channel haben, könnt ihr erfahren, dass die sich nach einer Zeit irgendwann trennen, weil es einfach so stressig ist, ständig zu zweit aufeinander zu hocken und noch dabei YouTube-Videos zu machen. Lana liebt euch, aber die Kamera geht hier ganz oft auf den Sack. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich muss auch fairerweise sagen, es gab natürlich auch Ausnahmen. In London habe ich ein tschechisches Pärchen kennengelernt. Die waren so zuckersüß und es machte den Eindruck, als würden die sich bombastisch miteinander verstehen. 3 Jahre unterwegs in einem T4 mit Eimer als Toilette. Also das ist dann schon hart. Ich glaube, wenn man das schafft, dann hat man wirklich jemanden fürs Leben gefunden. Also wenn ihr beiden, die da gerade zugucken, dazugehört, dann herzlichen Glückwunsch. Aber ganz objektiv betrachtet ist es eindeutig so, dass es eher meistens nicht funktioniert. Ja, ich hab's geschafft. Wenn ihr euch ein Auto ausbaut, meiner Meinung nach wäre es ein guter Tipp, eine Trennwand einzubauen oder einen privaten Raum, wo sich eine beliebige Person einfach einschließen kann, dort mit Kopfhörern alleine sitzen kann, arbeiten oder sich in ein Buch verkriechen oder einen Film gucken. Ich hatte gegen die Kälte hier so einen Vorhang installiert, den benutzen Lana und ich, wenn wir im Regen hier hocken, regelmäßig, um uns gegenseitig zu trennen. Von außen fällt mir nichts ein. Natürlich muss dann auch die Heizung und die Stromanlage passen. Wenn ihr ein Stealth-Camp habt, wo es eher nicht auffallen, oh, es donnert schon. Wenn ihr einen Stealth-Camp haben wollt, der eher nicht auffallen sollte, könnte das vielleicht ein bisschen schwieriger werden? Je nachdem, wie viele Entlüftungsanlagen man sich da reinschraubt. Und ich will mal eben gucken, ob der... Jawohl! Der Hund... Ich habe hier ein Leckerli platziert und der Hund hat sich das gekrallt. Ist das runtergefallen? Nein. Mal gucken, wie oft ich den Hund in das Video einbauen kann. Vielleicht kriegen wir sogar die Hundewelpen vor Kamera. Lana und ich hatten schon davon geträumt, uns einen 7,5-Tonner zu holen und dort 2 kleine winzige Wohnungen reinzubauen. Lass mal die Heizung anschmeißen. Das wäre... total abgefahren. Schon allein der Aufbau ist natürlich mit ganz vielen anderen Problemen verbunden. Und wir wissen beide eben, diesen Traum sollten wir mit Vorsicht genießen. Erstmal gucken, wie es die nächsten Jahre so weitergeht. Vielleicht haben wir einen Monat keinen Bock mehr aufeinander. Wäre kein Problem, weil wir haben gerade 2 Fahrzeuge und dann gehen wir halt unsere eigenen Wege. Und ich stalke sie dann. Ach, ein Träumchen, ich sag's euch, Leute. Ein Männerträumchen. Jetzt momentan merke ich, es ist 1 Stunde vergangen ungefähr. Sie kann noch wegbleiben, das ist nicht böse gemeint. Sie denkt sich wahrscheinlich gerade genau dasselbe über mich. Aber ja, ich genieße es richtig hier alleine. Schön in den Bergen, ich habe ein Hündchen, das ich beobachte. In einem fremden Land, es fängt an zu regnen. In der Bude ist es warm ohne Ende. Ich kann tun und lassen, was ich will, genieße meine Freiheit und habe meine Ruhe. Natürlich wird es immer mehr Leute geben, die mit einem Fahrzeug fahren, anstatt 2. Man spart sich ja den Sprit, man braucht sich ja nur ein Auto kaufen, beziehungsweise ausbauen, anstatt 2. Und die erste Finanzierung ist ja bekannterweise die größte von allem überhaupt. Aber da Lana ja gesehen hat, dass ich ja Erfahrung mit dem Ausbau bereits hatte und da auch nicht besonders viel Geld für benötige, hat sie sich für ein eigenes Fahrzeug entschieden und wir reisen so langsam, dass wir den Sprit locker reinbekommen. Wir sind ja jetzt in Granada unten und seit über 6 Monaten unterwegs. Also muss man dann da abwägen, wie schnell ist man unterwegs, wie viel Geld hat man tatsächlich übrig. Die Heizkosten sind gar kein Problem. So eine Dieselheizung, wie ich sie jetzt auch einfach die ganze Zeit laufen habe, die nimmt verschwindend gering an Sprit. Lana hat jetzt zwar keine Heizung drin. Im letzten Video haben wir ja auch meine Heizung verlängert und die in ihr Auto reingebaut. Das war sehr witzig. Wer sich eine Wohnung leisten kann, der kann sich auch 2 Fahrzeuge leisten. Mit 2 Fahrzeugen ist es auch eigentlich nicht schwer, Parkplätze zu finden. Und dafür, dass man diesen erleichterten sozialen Aspekt hat, dass man nicht so einen Druck aufeinander hat, ja, das doch, das lohnt sich, finde ich. Das lohnt sich wirklich. Die Frage ist auch, was ist, wenn man zusammen reist und dann keinen Bock mehr hat. Das ist ja dann wahrscheinlich eine gemeinsame Investition und das fällt damit komplett weg, auch im Fahrzeug. Das ist ja ausschließlich für meine Bedürfnisse gebaut. Ich habe auch früher jahrelang mit einer Freundin zusammen gewohnt und da ist dann so eine Art unterschwelliger Krieg ausgebrochen. Wer macht sich wie breit, obwohl wir eine Riesenbude hatte. Das war, weiß nicht, das war eigenartig. So rückblickend ist man sich ein bisschen auf die Nerven gegangen damit. Und 2 Fahrzeuge, 2 getrennte Räume entschärfen das
komplett. Da habe ich auch noch eine wunderschöne Erinnerung. In San Feliu haben wir zwei Mädels kennengelernt. Ich weiß die Namen leider nicht mehr, das sind einfach viel zu viele Namen. Die haben auch gefragt, warum fahrt ihr mit zwei Fahrzeugen? Und da ist mir dann klar geworden, dass ich mir so auch sicher sein kann, dass Lana überhaupt auf mich Bock hat. Wenn ich und Lana in einem Fahrzeug wären, dann müssen wir zusammen unsere Tage verbringen. Sie hat mir jetzt geschrieben, dass sie jetzt auch vorbeikommt. Und dann werden wir sie mal fragen, wie diese paar Stunden, die wir jetzt getrennt verbracht haben, wie die ihr so gefallen haben. Schon allein jetzt nach ein paar Stunden freue ich mich schon wieder, dass sie vorbeikommt. Ich werde hier ein bisschen aufräumen. Die Heizung läuft ja bereits. Und ich habe ein kleines Geschenk für sie geholt. Wie lange sind wir jetzt voneinander getrennt? 3 Stunden? Vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass man besonders merkt, was man aneinander hat, wenn man sich nicht mehr sieht. Ah, da ist sie ja schon. Hallo. Ich weiß. Wir haben schon Bekanntschaft miteinander gemacht. Du hast was vergessen, ne? Ist noch dran. Okay, aber es hält auf jeden Fall. Es hält, ja. Aber sollte man nicht machen. Hey, du süße Maus. Hier, bitteschön. Hier. Na, die frisst es nicht. Es ist kalt. Ich habe Heizung an. Ja. Und, wie war es für dich? Alleine? Ich habe auch echt viel erledigt, das war so der Vorteil dann, weil man einfach so voll in der Zone ist und sich richtig fühlt. Ja, ja, genau. Ja, wenn du, ist dasselbe, wenn du jetzt ein Buch liest und ich dir dabei zugucke, weißt du? Ja. Ist gut, wenn man die Trennung hat, ne? Genau. Das ist einfach so ein bisschen Raum. Man kann wirklich sich in das stürzen, worum man sich stürzen möchte, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, auf jemanden achten zu müssen oder weißt du? Mhm. Also es tut dann echt gut. Nur dann ist es auch schön, wieder zusammen. Dann ist wieder schön. Ja, ich auch. Wie lange war das jetzt? Ein paar Stunden, ne? Nicht 4 Stunden. Ja, und ich habe auch hier schon geputzt und so. Und ich muss sagen, dass wir 2 Autos haben und du hast Sachen, die ich zum Beispiel nicht habe. Und ja, wir sind das jetzt so gewohnt, dass ich manchmal rüberkomme und ich hole zum Beispiel Milch. Wenn du irgendwie Salz brauchst oder so, kommst du rüber. Also einfach, dass wir so diesen Doppel-Storage haben und wie vorteilhaft das eigentlich auch ist. Ja, stimmt auch. Ich finde das auch voll gesund, dass man einfach diesen Raum für sich haben darf, weißt du? Dass man nicht das Gefühl hat, oh, wir müssen jetzt auch die ganze Zeit. Zum Beispiel, wenn ich jetzt gar keinen Bock auf Berge habe, wie wir heute wirklich gehabt haben, dann muss ich nicht. Weil wenn wir in einem Auto wären, dann bin ich ja eigentlich gezwungen dazu, das zu machen, worauf du Lust hast oder umgekehrt. Und man muss dann andauernd irgendwie die goldene Mitte finden. Oder man muss eine Sache machen, die nicht beide zu 100% wollen, was eine Kompromisse genau. Zwischen beiden Leuten ist. Ja, und das finde ich war so eine Freiheit einfach. Ich habe wirklich so viel erledigen können und an Orte fahren, wo ich hin musste und sowas, ohne dass ich jetzt dich berücksichtigen musste, weil du mit mir im Auto sitzt oder sowas. Und das ist total... Ja, schöne Freiheit. Und ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, man freut sich dann, ich weiß nicht, ich finde das so cool, wenn man zusammen fährt oder getrennt fährt und dann ist so, mal gucken, wer zuerst ankommt auch ja. Oder so. Ja, stimmt. Oder sich an einem neuen Ort wieder zu treffen. Das ist dann, hat man so viel erlebt am Tag und dann fühlt sich das an, als hätte ich eine Woche nicht gesehen. Ja, und macht das komisch, auch noch mehr Spaß. Ja. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Verdammt, ich habe keine Ahnung, wo ich es hingetan habe. Ich hab's. Bitteschön. Yeah. Gestern noch gesagt. Ja, genau. Und ich bin auch aufgewacht, dachte mir so, boah, diese Q10-Creme ist einfach so richtig gut. Ja. Ich habe noch eine kleine Idee. Weil du ja so eine Frostbeule bist, sollen wir dir ein Heizungsrohrkleid machen? We present to you the new red carpet design by Tobias Panama. Es sieht aus wie offen in Paris beim Catwalk. Und ist warm? Ja. Ja, am ganzen Körper? Ja. Ist zu warm? Nee, das ist richtig angenehm. Es ist wie in einer Decke umgewickelt sein, außer es ist da nicht. Oh Gott. Merkst du was? Ja. Boah, ist das kuschelig. Echt? Mhm. Dich könnte man in einen Kochtopf schmeißen, ne? Das würde dich nicht interessieren. Das geht so richtig, weißt du, wenn du das zwischen die Schulterblätter platzierst, dann ist das wie so eine Massage mit diesen heißen Steinen. Boah, Lana, ich glaube, das ist nicht gesund. Mir geht's richtig gut. Man müsste echt so einen Anzug machen, ne? Aus so Rettungsdecken, Ganzkörperanzug machen und dann eine Öffnung für so ein Rohr machen und dann, dass die Luft direkt da reingepustet werden kann. Ein bisschen neidisch bin ich ja schon, ne? Das, ich glaube, das ist echt cool. Das kann ich auch mal probieren. Boah, das ist ja jetzt schon heiß da drin. Wie hast du das ausgehalten? Oh, nee. Boah, Lana, ehrlich, mit dir stimmt irgendwas gewaltig nicht. Boah. Okay, war ein netter Versuch, aber nee.
Sitzt du da drauf? Nein. Guten Morgen und zum letzten Punkt kommen wir jetzt. Wir gucken nämlich, ob wir irgendwie feststecken oder so. Naja, sieht super aus. In Granada gibt es gerade Überflutung, leider auch mit Toten. Wir sind ja in den Bergen, ja, tatsächlich. Und wir sind ja in den Bergen und sickern noch nicht mal ab. Wenn wir absickern würden, könnten wir uns gegenseitig rausziehen. Oder ein Starterkabel setzen oder sonst irgendwie helfen. Oder wenn ein Auto kaputt geht, dann hat man einen Ersatzauto. Nur ein Auto hätte, dann könnte man nicht so leicht zur nächsten Werkstatt fahren und Teile holen oder sowas. Und ich finde, für diese Sicherheit lohnt sich auch der doppelte Verschleiß und die doppelten Unterhaltungskosten. Ich bin noch nicht richtig wach. Wir haben ganz viel Quatsch nachgeholt gestern, weil wir 3 Stunden voneinander getrennt waren. Gucken wir mal, wie gut das funktioniert. Danke an Krisel, 5 Euro. Ihr seid so niedlich, gesteht eure Liebe. Toshu, wieder super Tipp fürs Homeoffice. Dankeschön. Lars Helder, 10 Euro. Danke an mein Lieblingspennerpärchen. Hafenstraße, 25 Euro. Danke für dein Content. Meine Bitte, erwähne den Blogtrainer Rot-Weiß Essen und die Vorteile des Lebens ohne Fiat-Geld. Ich weiß komplett gar nicht, was das alles ist. Ich hoffe, das war jetzt nichts Illegales. Ich werde beim Cutten nachgucken müssen. Angela, alles Gute zum 50. Geburtstag. Happy Birthday to you. Ingo muss 15 Euro, sehr sympathisch, schau dein Videos gern, dankeschön. Joe Wilhelm, 25 Euro, danke, wir haben zu danken. Kubitus, 2,50, danke für deine Offenheit und deine authentischen Videos. Ich glaube, ich habe mich versprochen. Outdoor, 6 Euro, ich mag euch zwei. Wir zwei mögen dich. Lutz Richter, 15 Euro, ich hab euch lieb, macht weiter so. Wir haben dich auch lieb, da. Deine Videos sind super, 5 Euro auch für Lana. Wo wäre es im Winter wohl am wärmsten? In der Eurozone? Ja, ich hätte gesagt Griechenland da unten. Griechenland reicht wirklich tief runter. Und Griechenland ist geil. Das sage ich auch immer wieder, wenn ihr plant, nach Spanien zu fahren, zieht Griechenland eher in Betracht. Es ist ein ruppigerer Weg dorthin mit Albanien und das alles, aber das ist so ein tolles Abenteuer und ihr werdet da hart belohnt. Altneugiertnase, 200 Euro. Was? Ey, das wird jetzt nicht Standard, oder? Das ist heftig, ne? Was für ein Schock. Ja. Vielen lieben Dank, mein Schokohäschen, das hilft uns sehr. Pasci oder Pasci? Wahrscheinlich Pasci, von Pascal abgeleitet. Wahrscheinlich. Einfach nur Danke, macht weiter so. 20 Euro. Ernie Bert wieder 2 Euro, guter Tipp mit dem Essig. Ja, seit Jahren sprühe ich meine ganzen Klamotten mit Essig ein, das ist geil. Und wieder Malu, Van Viking Malu, 200 Euro, Kamera für Lana. Alter. Das sind echt Summen, ne? Und das ganze Geld geht in die Videos zurück. Auch wegen der Kamera, wir haben bereits nachgeguckt, eine 360-Grad-Kamera, damit du beim Busking halt alles filmen kannst. Ja. Auch so im 150-Euro-Bereich. Du kriegst schon eine gute. Wirklich unglaublich. Ja. Vielen lieben Dank an euch alle. Man weiß ehrlich gesagt gar nicht, was man da sagen soll. Ich habe auch Kommentare bekommen, hey, jetzt kannst du ja davon leben und sowas. Ich will nicht von den Spenden leben. Also ich werde ganz normal meinen Job weiterführen und da die ganzen Spendengelder einfach direkt wieder in die Videos reinpacken. Ich selber würde mir noch eine Ersatzkamera holen, zum Beispiel die nächste Generation von der jetzigen, die deutlich besser ist. Da seht ihr dann auch mehr und hört besser und alles. Ich muss echt nochmal einen riesen Danke sagen, vor allem auch für die größten Spenden, weil ich weiß, dass ihr auch hart für euer Geld arbeitet, ne? Und das ist schon, deswegen ist das so schwierig anzunehmen, aber es ist echt mega. Also. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sind hier in Sicherheit in den Bergen. Uns geht's gut. Ich hoffe, euch auch. Hab euch alle ganz doll lieb. Wir sehen uns unterwegs.